Immer kommst du mir mit solchen Sachen. Ich hab diese Zuträgereien nicht gern. Wirst du nicht selber mit ihm fertig? Ach, der hergelaufene Kerl mischt sich in alles rein. Schau, Bertha, mit der Zeit gibt sich das. Neubesen kehren gut. Bin ich der erste Jäger hier oder er? Wer hat zu bestimmen? Na du nicht. Na also! Ich hab ihm gesagt, er soll den Tasso erschießen, weil der nichts mehr taugt. Und er sagt, er wird ihn wieder gesund pflegen. Er, der Herr Michael Ferlinger. Und Vorträge hält er mir, dass man Streifgänge machen muss. Unregelmäßige, wegen dem Wilderer. Und lauter solchen übergescheiten Blödsinn. Was die Schüsse hat noch gehört. Das muss ja noch lange nicht der Wilderer gewesen sein. Na, also, Böllerschüsse. Waren das keine? Was weiß ich? Ich habe ihn halt noch nicht aufgespürt. Und wenn, dann brauche ich den Herrn Ferlinger nicht dazu. Den Obergescheiden. Guten Morgen, Vater. Guten Morgen, Gerda. Geht's wieder über den Herrn Ferlinger her? Naja, aber das kann doch dir egal sein. Nimmst mir die Post mit? Natürlich. Im Übrigen, Vater, der Herr Ferlinger ist in Ordnung. Das ist ja sehr interessant. Mein Fräulein Braut findet den Herrn Ferlinger in Ordnung. Bitte, wir sind noch nicht verlobt. So, jetzt hast du's. Aber du kennst sie doch. Aber lass mich noch machen. Bertel, bleib hier! Ah. Geh, Ricky, schau nach der Wäsche, die muss schon trocken sein. Werder! Na, wenn's noch trockener wird, ist auch nicht schade. Werder, einen Augenblick, so wart doch. Ich möchte was sagen. Sei mir nicht böse, Gerda. Ich hab dich nicht kränken wollen. Du weißt, wenn ich eifersüchtig bin, dann sehe ich rot und weiß nicht, was ich sag. Aber ich gebe dir doch keinen Grund zur Eifersucht, Bertel. Ich möchte nur nicht, dass man einen Menschen hinterrücks angreift. Und das Revier ist groß genug für euch beide. Gerda! Gerda! Ich kann's nicht leiden, wenn er dich nur anschaut. Ich mag dich nur, wenn du vernünftig bist, nicht so jähzornig und bös. Komm, lass mich gehen, sonst geht die Post nicht mehr mit. Noch was, Bertel. Bring dem Vater keinen Schnaps mehr, der macht ihn nur noch kränker. Wie kommst du denn darauf? Na, woher soll er ihn denn haben, wenn nicht von dir? Du denkst immer nur das Schlechteste von mir. Grüß dich, Bertel. Grüß dich. Ach, mich schaut keiner an. Wenn ich das Fräulein Gerda wäre, ich macht's ihm leichter. Komm, du hast genug. Die Gerda hat mir gerade Vorwürfe gemacht, weil ich dir ab und zu was bring. Aber lass sie reden. Gib die Flasche her. Ich will mir es mit dem Mädel nicht verderben. Versteh doch. Aber red keinen Unsinn. Die Gerda wird deine Frau und damit basta. Gib schon her. Das schadet dir. Die Gerda hat recht. Aber was weiß denn die? Ich brauch das. Gib die Flasche her. Das ist das Beste gegen einen Mann. So läuft doch los. Vorsicht, Vorsicht. Die Flasche geht ja kaputt. Da ist bestimmt was Gutes drin. Die gehört mir. Mach, dass du wegkommst. No, no, alles ist so nervös. Fällt gerade noch, dass man gebissen wird. Förster, brauchst du was? Ich geh nämlich jetzt runter ins Dorf. Nein, ich brauch nichts. Ist recht. Den hätte ich auch schon längst abgeschoben, den Vinzenz. Also gib mir jetzt die Flasche. Erst musst du mir sagen, was du mit dem Neuen vorhast. Ja, ich knöpfe mir schon vor. Will ihm schon sagen, dass er sich nicht einzumischen hat, dass er der zweite Jäger ist, nach dir. Aber bald. Es wird Zeit, dass er sich danach richtet. Wenn du gesund bist, darfst du wieder mitgehen. Musst aber noch ein bisschen Geduld haben. Brav, Tasser. So, schön fressen. Guten Morgen, Herr Ferlinger. Oh, guten Morgen, Fräulein Gerda. Wie geht's? Danke. Wie geht's unserem Patienten? Schon besser. Man müsste heute mehr Zeit haben. So ein Tier braucht viel Liebe, damit es wieder gesund wird. Das ist gerade so wie bei Menschen.
Ja, Tasso, brav, ja. Schmeckt's dir nicht? Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Bitte. Bitte schön. Bitte. Es ist vielleicht nicht schön von mir, aber ich muss Ihnen etwas sagen. Ich möchte Sie warnen. Warnen? Vor wem? Warnen ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber der Bertel, er redet beim Vater gegen Sie. Und warum tut er das? Er ist halt so ehrgeizig und so leicht eingeschnappt. Sie kennen ihn ja schon ein bisschen. Ja, ja. Schauen Sie, Fräulein Gerda, mit dem Revier steht es leider miserabel. Es ist da viel vernachlässigt worden. Zucker? Bitte. Der Bertel allein kann es nicht schaffen. Und Ihr Vater ist ein kranker Mann, der halt sehr viel durchgehen lässt. Ich will doch um Gottes Willen niemanden verdrängen, aber man muss doch Ordnung schaffen. Oder nicht? Ich weiß, dass Sie recht haben und ich weiß auch, dass Ihnen an unserem Wald wirklich etwas liegt, aber ich möchte nicht, dass Sie Schwierigkeiten haben. Warum sagen Sie mir das eigentlich alles? Sie sind doch mit dem Bertel, ich meine mit Herrn Karger, verlobt. Verlobt noch nicht, aber ich mache mir Sorgen um Sie. Danke. Und den Tasso, den bringen wir fort von hier zu einem Bauernhof. Da kann er gesund werden. Und wenn der Bertel fragt, was mit ihm ist, dann sagen Sie einfach, vertilgt, wie es angeordnet war. Da möchte ich aber auch noch ein Wörtchen mitreden. Bitte, Herr Ferlinger, mir zuliebe. Na, also gut. Ah, das schon her. Hoher Besuch. Ich habe dich schon ein paar Mal verwarnt, Alois. Jetzt habe ich genug. Ja, du hast genug und ich habe zu wenig. Das ist der Lauf der Welt. Mach keine Sprüche. Du hast heute Nacht wieder gewildert. Ich? Ich werde mich hüten. Aber so ist das. Wenn einer arm ist, wird er auch noch schlecht gemacht. Ich will den Keller sehen. Dazu hast du kein Recht. Du redest von Recht? Ja. Also komm. Schaut. So, schön langsam. Brav, Tasse. Brav. Ein bisschen. Ja, gern. Schön ist es hier. Ich bin viel herumgekommen, habe viele Reviere gesehen, aber das hier, diese herrliche, wundervolle Stille. Ja. Als meine Mutter noch lebte, war ich eine Zeit lang in der Stadt, aber ich habe es nicht ausgehalten dort. Aber jetzt, der Vater ist krank. Oft schlecht gelaunt. Und dann der Bertel. Es ist nicht immer leicht. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Fräulein Gerda? Wir müssen weiter, sonst wird es noch zu spät. Und dann gibt es wieder Missverständnisse, Vorwürfe, Streit. Ach ja, Tasso, du weißt nichts davon. Du bist immer brav. Wirklich ein Glück, dass der liebe Gott nicht nur die Menschen erschaffen hat, sondern auch die Tiere. Der Mensch ist gut, Fräulein Gerda. Nur die Leute machen uns zu schaffen. Aber es gibt halt so viele Leute. Mich kannst du nicht in das Licht führen, merk dir das. Eines Tages, gerade dann, wenn du dich am sichersten fühlst, dann erwischt's dich. Und der Neue, das sage ich dir, das ist ein Scharfer, vor dem nimm dich in Acht. Also wenn ich wirklich wildern tät, müsste ich mich jetzt fürchten. Es gibt Wildschützen, die kann man achten, weil sie sich aufs Weidwerk verstehen. Aber das, was hier passiert ist, in den letzten Wochen, mit stumpf gefeilten Kugeln und Drahtschlingen, das ist gemein. Nur ein Narr oder ein Schwein kann sowas machen. Dann such dir deinen Narren oder dein Schwein. Aber mich lass in Frieden. Anfänger. Ganz bärtiger Schnüffler.
Die Maria ersetzt einen Tierarzt. Bei ihr hat's der Tasso bestimmt gut. Ja. So, da hat er schön warm drin im Heu. Da fehlt ihm nichts. Ich hab schon ganz andere Viecher kuriert. Ich komme wieder vorbei und schau nach ihm. Ist recht. Und nichts verraten, Maria, gell? Kein Wert auf. Also, danke schön. Für dich. Für dich. Grüß dich, Maria. Auf Wiedersehen. So, Herr Ferlinger, jetzt hätten wir's. Auf Wiedersehen. Wir haben doch den gleichen Weg. Wir haben jetzt unser Geheimnis. Das ist genug. Da braucht man uns nicht noch zusammensehen. Denken Sie an die Leute. Wiederschauen. Wiedersehen. Ein Bier. Ich danke dir. Wiedersehen. Bitte. Hast du was? Mehr als du zahlen kannst. Lauter Prachtstücke. Lass anschauen. Da. Der ist ja ganz verhungert. Sei froh, dass du überhaupt was kriegst. Wer weiß, wie lange ich dir noch was bringen kann. Den Bärtel, den führe ich an der Nase herum. Aber der Neue, der ist gefährlich. Kann morgen schon aus sein mit dem billigen Einkauf. Ja, was glaubt denn der? Das ist ja Geschäftsstörung. Dabei weiß man heutzutage eh nicht mehr, wo man die Steuern hernehmen soll. Red nicht so viel und zahl lieber. Ja, dabei steht jetzt die Kirche vor der Tür und die hohen Feiertage. Ja, wie soll ich denn meine Gäste versorgen? Wenn deine Gäste unzufrieden sind, dann schick sie selber hinaus in den Wald. Soll nur sehen, was das für ein Saugeschäft geworden ist, das Wildern. Dabei gibt's wild genug im Revier. Schön spielen können. Ich spiele gar nicht so schön. Das kommt dir nur so vor, weil die Melodie schön ist. Wo haben Sie das gelernt? Entschuldigen Sie, ich wollte nicht neugierig sein. Ich habe früh Vater und Mutter verloren. Bin schon als Bub einsam gewesen. Da hat mir das Spielen sehr geholfen. Sie sind ganz anders. Anders als wer? Als ich vor ein paar Wochen hierher kam, waren Sie viel fröhlicher, unbeschwert. Ich hatte mich eben mit allem abgefunden. Oder ich habe zumindest geglaubt, dass ich mich abgefunden habe. Es würde mir ja auch nichts nützen. Der Vater hat mir den Bärtel zum Mann bestimmt und er verlangt, dass ich eine gehorsame Tochter bin. Sie sind nicht glücklich. Sie sind ein so liebes Mädel. Es kann Sie doch niemand zwingen, unglücklich zu werden. Nicht mehr weinen. Thank you.
ich spreche heute Abend noch mit deinem Vater. Nein, Michael, ich bitte dich. Der Bertel ist sehr eifersüchtig und der Vater hält zu ihm. Ich möchte reinen Tisch haben. Und du doch auch. Ja, Michael. Wirst du zu mir halten? Auch wenn es schwer ist? Ja, immer. Ja? Guten Abend, Herr Förster. Ah, der Ferlinger. Was gibt's denn? Hier sind die Zahlen über den Wildbestand, soweit ich es in der kurzen Zeit feststellen konnte. Getrennt nach Stand- und Wechselwild. In 2 Wochen hoffe ich, einen genaueren Überblick geben zu können. Nicht mir, sondern Herrn Karger. Er ist Ihr unmittelbarer Vorgesetzter, auch wenn er jünger ist. Sie sagen ja nichts. Es ist besser so. Aber Sie haben mich verstanden. Jawohl, Herr Förster. Na also, gute Nacht. Ist noch etwas? Ja, Herr Förster. Ich falle vielleicht ein bisschen zu direkt mit der Tür ins Haus, aber ich mag das heimlich tun nicht. Was ist denn los? Reden Sie schon. Ihre Tochter Gerda... Was ist mit Gerda? Gerda ist unglücklich. Sie liebt Herrn Karger nicht. Gerda und ich... Sind Sie verrückt? Meine Tochter ist mit Herrn Karger so gut wie verlobt, falls Sie das nicht wissen sollen. Aber Sie können doch nicht wollen, dass Gerda unglücklich wird. Machen Sie sich darüber keine Gedanken und nun gehen Sie. Herr Perner, bitte hören Sie mich doch an. Gerda und ich, wir lieben uns. Gerda! Gerda! Sie verlassen morgen den Dienst. Perner, ich... Was? Ich glaube, mich klar genug ausgedrückt zu haben. Morgen früh liefern Sie sämtliche Waffen und Geräte ab. Und wir sind geschiedene Leute. Vater, das darfst du nicht machen. Gerda. Was Michael sagt, ist wahr. Wir haben uns lieb. Wenn du schon keine Ehre und kein Pflichtgefühl hast, so nimm doch wenigstens Rücksicht auf meinen Ruf. Soll es am Ende heißen, du wechselst die Mannsbrüder wie die Hemden. Du heiratst den Bertel, so ist es abgemacht und dabei bleibt es. Und wenn du nicht von selbst zur Vernunft kommst, dann zwinge ich dich eben dazu. Und jetzt geh. Und der dir die dummen Gedanken in den Kopf gesetzt hat, der ist morgen verschwunden, sang- und klanglos, wie er gekommen ist. Die Entlassung nehme ich zur Kenntnis, Herr Förster. Was sonst geschieht, werden Sie letzten Endes nicht verhindern können. Gute Nacht. Freut euch des Lebens, weil noch das Lämpchen glüht. Pflücke die Rosen, ist sie verblühen. La 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 la. Rasieren hätte ich schon können. Wenigstens einmal in der Woche. Einseifen tust mich ja jetzt schon gründlich. Prost. Prost. Na, jetzt habt ihr ja ganz schön. Ich hab kaum den ersten Durst gelöscht. Aber es war ja nur ein Witz. Trink nur. Trink, was du magst. Du bist aber freigebig, ne? Übrigens, da oben sitzt der neue Jäger. Der schaut ganz trübsinnig drein. Den kannst du ein bisschen hochnehmen. Das wäre eine Hetz. Der ist da? Den borge ich mir aus. Dem will ich zeigen. Ricky, jetzt kannst du sehen, wie ich dem Jäger weitgerecht komme. Geh, Alois, bleib lieber da. Der wird eh nicht alt bei uns. Wie meinst du das? Ja, er hat so seine Eigenheiten. Die Eigenheiten treibe ich ihm aus. Dem Neuen. Der wird sich wundern. Geh. Entlassen habe ich ihn. Auf der Stelle rausgeschmissen. Im Bogen. So ein Lump. Habe ich recht gehabt? Der wollte hier einfach alles auf den Kopf stellen. Und die Gerda? Was hat die dazu gesagt? Die bringe ich schon wieder zur Raison. Den Kopf hat er ihr verdrehen wollen. Frauenzimmer sind ja alle eitel in der Beziehung. Aber es ist nichts Ernstes. Überhaupt nicht. Die Sache ist erledigt. Er geht und mit dem Mädel kommt schon ins Reine. So leicht kommt er mir nicht fort. Bertel! Bertel, mach keinen Unsinn! So, ja. Den Nein ärgert's wohl, weil er den Wildberger nicht fassen kann, oder? Ich glaub, der riecht ein Rehbraten. Halt's Maul! Ich glaub, du noch, ich bin der Wilddieb. Du?
Du weißt ja nicht einmal, wie man Gewehr halten tut. Wenn's kracht, geht's in die Hosen. Es folgt jetzt eine... Der Herr Oberforstrat! Komm! Was denn? Ne? Der Einbruch einer schlechten... Ich will ihn ja nur begrüßen! ...andauernde Eintrübung und Gewitterneigung ist damit zu erwarten. Gegen das Wochenende... Verstehst du was vom Saufen? Jäger? Schaust mir nicht danach aus! Lass meine Gäste in Ruhe. Er vertraut nicht viel, der Alois. Ich vertrag mehr als ihr alle zusammen. Nur Schnüffler und Heimlichtuer vertrag ich keine. Der gehört an die frische Luft, da wird ihm gleich besser. Alois, nicht! Bitte! Aha, sieht man den Herrn Ferlinger auch einmal im Wirtshaus. Glauben Sie nicht, dass es besser wäre, wenn Sie hinauf in Ihre Hütte gehen? Zusammenpacken. Fertig machen zur Abreise. Machen Sie sich um mich keine Sorgen, Herr Karger. Ich teile mir meine Geschäfte ein, wie ich will. Hat er hier vielleicht auch junge Mädchen belästigt? Der Herr Schürzenjäger? Ich verbitte mir diesen Ton. Ach so, sind ja keine da. Außer der Riki. Das soll er sich trauen. Aber er hat doch gar nichts gemacht. Zahlen. Zahlen gewünscht? Da hast du die Rechnung, du Feigling. Ah! Ah! Los, Bertel, gib's ihm. Lass dir nichts gefallen. Lass das Glas los. Bertel. Nicht in Ruhe lassen. Da ist deine Wegzerrung. Lass dir's gut schmecken. Willst noch was? Unsere Rechnung ist noch offen. Ah, der hat noch nicht genug. Gib's her, Ruhe! Was der Schub nur hergericht. Was war denn eigentlich los? Ist er der Gerda noch? Probiert hat es, aber sie hat ihn abblitzen lassen. Spendierst eine Runde? Eine Runde für alle? Ja. Wenn ich dir nicht geholfen hätte, wer weiß. Geht für den Examen. Du bist ja nicht gerade mein Freund, aber da halte ich doch noch lieber zu dir als zu dem Neuen. Dank dir jedenfalls. Vergiss es nun nicht. So. Und dann hat der Bertel den Ferlinger niedergeschlagen. Ich glaube, den hat's arg erwischt. Wo ist der Michael jetzt? Ich weiß nicht. Aber der Alois, falls die Leute was erzählen sollten, der hat nichts gemacht, der ist nur dabei gestanden. Ich gehe zur Hütte hinauf. Und wenn wer fragt? Ich sag, ich weiß von nichts. Lüg nicht, du weißt, wo sie ist. Nein, sag ich, weiß nichts. Ich suche ja selber die Gerda. Wo ist der Förster? Der schläft. Wenn du schreist, wächst ihn nur auf. Michael, ist dir was passiert? Aber nichts. Eine Wirtshausrauferei. Ricky hat mir alles erzählt. Er hat sich gerecht an dir. Ich bitte dich, gib Acht. Bertel ist wie ein Wahnsinniger, wenn er eifersüchtig ist. Warum? Was will er denn noch? Er hat doch alles erreicht. Ich bin gekündigt.
muss fort von hier. Was wird jetzt mit uns, Gerda? Du hast mich gefragt, ob ich zu dir halten will, auch wenn es schwer ist. Ich gehe mit dir, Michael, wohin du willst. Wirklich? Ja, ich verspreche es. Nein, nein, ins Gespött lasse ich mich nicht bringen von so einem Dahergelaufenen. Was hast du denn auch ins Ghosthaus rennen müssen? Ich hab dir gesagt, du sollst keinen Unsinn machen. Da hätte ich vielleicht einen Bogen machen sollen, bloß weil der Kerl drin sitzt. Ich bin froh, dass der aus dem Haus kommt. Hat wirklich nur Unfrieden gestiftet. Du sage mal, weißt du vielleicht, wo die Gerda steckt? In ihrer Stube ist sie nicht. Was? So spät in der Nacht? Ja. Und die Ricke weiß angeblich auch nicht, wo sie ist. Ich frag den Vinzenz. Vinzenz! Ja? Komm rüber. Was ist denn los so spät am Abend? Brennt's wo? Weißt du, wo die Gerda ist? Die Gerda? Ja, die Gerda, die war mit mir zuerst beim Füttern und dann sind wir ein bisschen spazieren gegangen. No, und dann ist noch zu mir gekommen auf einen Plausch in die Stube. Und wo ist sie jetzt? Bei mir. Dann soll sie herkommen. Nein, nein, ich gehe gleich zu ihr. Eine Schmarrn wirst du. Sie kommt nicht her und du gehst nicht hin. Die habt ihr alle fertig gemacht mit euren Dickschälen. Und der ganzen Rechthaberei, die lasst ihr jetzt in Ruhe, die Gerda. Das habe ich ihrer Mutter selig versprochen, dass ich mich um sie kümmere, wenn sie mal narrisch zugeht hier im Haus. Und das halte ich auch. Und jetzt geht's narrisch zu hier. Du gehörst auch schon längst weg, du altes, jämmerliches Mandel, du. Was will sie denn bei dir, die Gerda? Ruhe wie so vor allen Mannsbildern. Außer vor mir. Blöd, alt und frech ist er. Wenn ich zu bestimmen hätte, käme der als Nächster dran. Der Vinzenz ist über 30 Jahre im Haus. Er hat die Gerda über alles gern. Und deckt ihre Heimlichkeiten. Jetzt langt's mir aber auch schon. Du bist ja wirklich narrisch, vor lauter Eifersucht. Gerda. Hör zu, du warst die ganze Zeit bei mir in der Stube, wenn dich wer fragt. Und jetzt gehst rein, als ob nichts gewesen wäre und sagst dem Vater schön gute Nacht. Hast verstanden? Auf dich kann ich mich halt immer verlassen. Hm. Komm, gib mir das Tuch. Dankeschön. Altes jämmerliches Mandel, hat er gesagt. Nicht erwischt. So, lauf. Halt! Steh, bleib und ich schieße! Was ist denn? Oh, ich hab geglaubt, das ist der Fährlinger. Hallo, komm her! Verschwind, los, verschwind!
Du weißt von nix. Hörst du? Hilfe! 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 Ja, ich komme! Herr Kager, was ist denn? Herr Scheidlinger, was ist denn passiert? Der Kager ist angeschossen worden. Von einem Wilddieb. Haben Sie den Kerl erkannt? Nein, er ist mir im Nebel entwischt. Und der Bertel wird ihm den Weg verstellt haben. Da hat er niedergeschossen. Wir schaffen ihn am besten ins Forsthaus. Ja. Ich mach gleich eine Trage. Tag und Nacht wird in der Gegend herumgeschossen und nichts geschieht. Und der Fährlinger, der auf der Rad ist, wird rausgeschmissen. Ah. Wo ist denn der Bertel? Vor einer Stunde ist er weg. Die Gerda ist auch nicht zu sehen. Heute ist sie nicht bei mir. Gestern auch nicht. Mich magst du nicht blöd. Da bringen sie einen auf der Tragbare. Der Fährlinger ist dabei. Und auch der Gendarm. Um Gottes Willen. Was ist denn los, Fährlinger? Der ist abgeschossen worden. Um unseren Doktor holen. Kommt sie ins Haus hinein. Vorsicht. Leg den auf das Sofa da. Ja, es ist der Herr Bertel. Ist er tot? Scheint's nicht so. Holen Sie lieber den Doktor, sagen Sie, es ist jemand angeschossen worden. Um Gottes Willen, wie ist denn das geschehen? Was ist denn mit ihm? Er war's. Er hat auf mich geschossen. Michael, sag, dass du's nicht warst. Aber Herr Kage, ich war mindestens 200 Schritt entfernt, wie der Schuss gefallen ist. Er war's. Er hat mir eine verpassen wollen. Aus Rache wegen gestern. Es war kein anderer da. Das ist nicht wahr. Moment, Frau Perner. Herr Fährlinger, was Herr Kager sagt, ist eine schwere Beschuldigung gegen Sie. Was haben Sie dazu zu sagen? Ich habe den Schlingensteller frischer Tat ertappt. Konnte ihn aber im Nebel nicht erkennen. Ich habe ihn angerufen, da ist er fortgerannt. Dann habe ich einen Warnschuss abgegeben und bin ihm nach. Dann ist noch ein Schuss gefallen. Der Fährlinger wurde gestern von mir fristlos entlassen und hatte keinerlei Dienstobliegenheiten mehr. Aber wenn ein Jäger sieht, dass da einer Schlingen stellt, dann muss er einfach eingreifen, ob er entlassen ist oder nicht. Bitte, Bertel, sag mir die Wahrheit. Überleg dir's, ehe du einen beschuldigst. Ich schwör's, er hat auf mich geschossen. Einen Schuss habe ich gehört. Sie sagen, es waren zwei? Ja, mein Warnschuss und dann ein zweiter. Geben Sie mir Ihr Gewehr. Die Waffe ist beschlagnahmt. Herr Fährlinger, ich muss Sie leider festnehmen. Festnehmen? Bitte, wenn Sie unschuldig sind, das wird sich ja herausstellen. Michael. Wenn mir niemand glaubt, du musst mir glauben. Ich schwöre bei Gott, dass ich nicht geschossen habe. Ich war an dem Tag gar nicht in der Gegend, Herr Vorsitzender. Angeklagter. Sie haben gehört, was der Zeuge Alois Ferstl unter Eid ausgesagt hat. Ich frage Sie, bekennen Sie sich schuldig? Nein. Sie wissen, dass Sie durch ein reumütiges Geständnis auf eine mildere Strafe hoffen dürfen. Ja, ich bin aber unschuldig. Hier auf einem Wirtshaus, ne? Das haben wir ja früher auch gemacht. Aber dass uns sowas antut, der Fährlinger, das hätte ich von ihm nicht gedacht. Und wenn er es gar nicht gemacht hat? Er hat's nicht getan. Verlasst euch drauf. Herr Kager, Sie wissen, dass Sie unter Eid aussagen. Ja, ich weiß. Er hat im Nebel auf mich gelauert. Es war kein anderer da, der einen Grund gehabt hätte, auf mich zu schießen. Und dann, er hat mir auch meine Braut abspenstig machen wollen. Angeklagter, hätten Sie die Ihnen anvertrauten Gewehre, die Sie ja nur noch zu übergeben hatten, nicht entladen müssen?
Ja. Ich hatte vergessen, es zu tun. Sehr eigenartig für einen Jäger, so vergesslich zu sein. Bitte den Zeugen Julius Perner. Zeuge Julius Perner. Ja, hier. Wir sind die Letzten. Wo ist eigentlich das Fräulein Gerda? Die Gerda hat die Aussage verweigert. Das darf sie. Aha. Ich glaube, die hat den anderen auch lieber als den Bertel. Ich tät den Bertel auch nicht heiraten. Bin ich aufgerufen worden? Zweimal. Aber ich glaube, sie brauchen dich nicht mehr. Außer wenn du den Bertel angeschossen hast. Ah, du, halt wem anderen zum Narren. Nach alledem musste ich ihn entlassen. Und dann hat es am Abend auch noch eine Rauferei im Wirtshaus gegeben, bei der der Kagerbertel Sieger geblieben ist. Und bei der Rauferei ist der Angeklagte niedergeschlagen worden. Jawohl. Der hat bekommen, was er gebraucht hat. Und bei der Tür, da hat er gesagt, und hat den Bertel ganz mit angeschaut, unsere Rechnung ist noch offen. Das hat er gesagt. Danke. Herr Sachverständiger, geben Sie bitte eine kurze Zusammenfassung Ihrer Untersuchung. Das Projektil des Steckschusses stimmt mit dem Kaliber dieser Büchse überein. Ein Schuss ist daraus abgegeben worden. Ja, der Warnschuss. Oder der andere Schuss. Das zu entscheiden, muss ich dem Gerichtshof überlassen. Danke. Das Beweisverfahren ist hiermit geschlossen. Der Gerichtshof zieht sich zur Urteilsberatung zurück. Sie haben ihn verurteilt, Gerda. Es hat halt alles gegen ihn gesprochen. 2 Jahre Gefängnis. 2 Jahre. Na, Herr Kager, wie fühlen Sie sich? Danke, es geht. Der Herr Oberarzt meint, Sie haben Glück gehabt. Glück? Ich danke. Übrigens, Besuch ist da für Sie. Ein Fräulein? Nein. Grüß dich, Bertel. Ah, du bist's. Danke, Schwester. Bitte? Na, jetzt geht's dir schon viel besser. Freut mich. Komm, setzen wir uns. Was gibt's Neues? Naja, im Forsthaus jammert und säuft der alte Berner wie immer und der Vincent schleicht herum und quatscht, dass der Michael unschuldig im Zuchthaus sitzt. Dem gehört eine aufs Maul. Andere reden auch so blöd daher. Allen kann man halt nicht aufs Maul hauen. Aber auf mich kannst du dich doch verlassen. Das weißt du ja. Was macht die Gerda? Gibst mir eine? Mhm. Die Gerda schleicht daher, als ob wir die Händels Brot wegfressen hätten. Rennt allein im Wald herum, rät nichts, lacht nicht. Sie kränkt sich halt. Worüber kränkt sie sich? Weil du nicht bei ihr bist, meine ich. Ich werde ja bald kommen. Du, Bertel, ich habe mir was überlegt. Ich möchte dir was vorschlagen. Der Förster ist ein kranker Mann. Und weil du doch praktisch allein oben im Forsthaus bist, brauchst du doch jemanden, der dich unterstützt. Einen Jagdgehilfen. Redst halt mit dem Förster wegen mir. Ich mach keinen Wilderer zum Jagdgehilfen. Auch kein Spießgesellen? Was glaubst du eigentlich von mir? Ich habe dir damals geholfen. Du hilfst mir jetzt. Es kostet dich doch nichts. Und als Jäger müsste ich auch nicht mehr wildern. Wir müssen es überlegen. Überlegst es halt nicht zu lang. Gell? Grüß dich, Bertel. Was ist denn los?
Wer ist denn da? Vincent, ich bin's. Hier ist der Ferlinger. Ich denke, Sie sind... Ich bin geflohen auf dem Transport. Es darf ich hier niemand sehen. Ich komm rein. Mein Gott, ich hab so einen Schreck gekriegt. Ich hab geglaubt, das ist Ihr Geist. Wo ist mein Rucksack? Ich brauche andere Sachen. Ja, ich hab alles aufgehoben, was in Ihrem Rucksack war. Ist gut, Vincent. Alles sauber. Und in Ordnung gebracht. Und Geld? Kannst du mir etwas Geld geben? Geld? Ja, was ich erspart habe. Mein Gott, es ist nicht viel, aber für den Anfang reicht schon. Ich danke dir tausendmal. Eines Tages zahle ich dir zurück. Das hat ja Zeit. Zeit. Da, aber wo willst du denn jetzt hin? Weit fort ins Ausland. Ob's durchkommen? Ich muss durchkommen, Vincent. Ich muss, sonst gehe ich zugrunde. Ich kann nicht im Gefängnis sitzen, unschuldig. Ich möchte die Gerda noch einmal sehen. Vincent, sage Bescheid. Sie müssen doch weg. Jede Minute ist kostbar. Egal. Sage bitte, sie möchte zur kleinen Kapelle kommen. Ich warte auf sie. Ja, ich sag's ihr. Ich muss über die Grenze, ehe es zu spät ist. Aber wenn du jetzt fortläufst, werden alle erst recht sagen, dass du es warst. Glaubst du, dass ich es war? Nein, Michael. Dann ist alles gut. Wirst du auf mich warten? Ja, ich warte. Machst du das? Aber arbeitest du in der letzten Zeit nicht ein bisschen zu viel? Ach, wenn ich arbeite, vergesse ich leichter. Warum höre ich nichts von ihm? Er könnte doch schreiben. Vielleicht lebt er gar nicht mehr. Er lebt. Verlass dich darauf. Was mit ihm ist, weiß ich nicht. Aber dass er die nicht vergessen hat, das glaube ich sicher. Es ist so schwer, Vincent. Solange du an ihn glaubst und an ihn denkst, spürt er das. Und wenn er im letzten Winkel von der Welt sitzt, er spürt's. Bestimmt, Gerda. Thank you.
Gugi! 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 Und poi du scherara? Da lo funo lasche? Beina Michaela Pinusier! Amada, nicht mit Gugi schimpfen. Sie hat sich doch nur ihre Schokolade geholt. Lass es nur schmecken, Gugi. Was ist denn? Gugi lesche Boboe. Bobo ife von Gugi. Becco, Amada, Becco. Was wollte sie denn? Auch nichts. Sie ist eifersüchtig auf Gugi. Sie möchte haben, dass du dich auch um sie kümmerst. Was du nicht sagst. Jetzt bist du schon so lange hier und hast noch immer nicht gemerkt, dass alle dich gern haben. Besonders Amada. Schokolade gut. So glücklich müsste man sein. Jeder bestimmt für sich selbst, wie glücklich er ist. Irrtum. Fast immer bestimmen es die anderen. Können wir fahren, Robert? Ja, sobald Jamie aufgetankt hat, kann es losgehen. Okay. Ekliche Viecher. Ja, eklig sind sie schon, aber was an Kadavern herumliegt, wird von ihnen vertilgt. Sie sind so eine Art Gesundheitspolizei. Willst du mal eine Löwenmahlzeit sehen? Ja. Da. Warum frisst sie denn nicht? Sie darf nicht. Jetzt muss der Herr Gemahl gesättigt sein. Seltsame Tischsitten. Musik
Magst du auch einen Schluck? Ja. Mein Gott, ist das heiß. Hier, nimm den Tropenhelm. Der ist besser für dich. Weiter geht's, Jimmy. Schon gut, Amada. Ich bin wirklich froh, dass du endlich wieder da bist, Bertha. Während du fort warst, hat dich die Gerda vertreten. Aber jetzt bin ich wieder da. Da kann sie die Wildhege ruhig wieder mir überlassen. Du musst dich nicht so gegen sie stellen, Bertha. Musst ruhiger und vernünftiger mit ihr umgehen. Wir sehen eines Tages, ist alles in Ordnung. Sie weicht mir aus, was sie nur kann. Ja, Bertha, leicht ist es nicht mit ihr. Aber da kann ich dir nicht helfen. Da müsst ihr zwei schon selber ins Reine kommen. Und Bertha, wegen dem alles Ferstl, wenn du meinst, dass er dir eine Hilfe ist, dann nimmst du ihn halt. Sehr sympathisch ist er mir nicht. Aber mir ist er schon sympathisch, der Alois. Jetzt werde ich ja bald Frau Jagdgehilfin. Na, du hast ja da eine ganz schöne Sammlung beieinander. Hat sie was gefangen in die Eisen? Ja, eine Schmalgeiß, ein Marder und in der Schlinge ein junger Hase. Aha. Der Kerl versteht sein Handwerk. Ja, der Bertl muss sich jetzt Mühe geben, dass er den Wilderer erwischt. Das ist jetzt seine Sache. Er hat sich schon beschwert, weil du seine Arbeit machst. Das ist mir egal. Ich helfe dir doch gern, Vater. Von mir aus hätte er gar nicht zurückkommen brauchen. Aber Gerda, wann wirst du endlich vernünftig? Ich bin vernünftig, Vater. Hm? So. Jetzt gehe ich zum Vinzenz in den Wald. Gibst mir die Flasche? Gerda! Gerda! Ja? Ich möchte ein Stück mit dir gehen. Kannst du ja. Gerda, was wird jetzt eigentlich mit uns beiden? Was soll denn werden? Wir sind doch versprochen. Du erzählst mir nichts Neues. Ich weiß, was der Vater will. Wenn du es sowieso weißt, dann brauche ich dir nur zu sagen, was ich mit ihm besprochen habe. Zum Christkönigsfest lassen wir uns aufbieten. Vielleicht ist das für dich etwas Neues. Dann sag ich dir jetzt das Allerneueste. Zwingen lasse ich mich von niemandem. Nicht vom Vater, nicht von dir, von keinem Menschen. Also steckt dir der Ferlinger noch immer im Kopf? Ah, ihr geht's ein bisschen spazieren. Recht habt's. Liebesleute gehören zusammen. Bertl, bist nicht böse, wenn ich euch jetzt störe, du beim Flirten, aber ich muss der Gerda das kleine Reh oben zeigen, das lammt ein bisschen. Das kann ja auch später sein. Jetzt muss ich mit der Gerda reden. Geh, du verliebter Kerl, du. Sie kommt ja gleich wieder zurück. Komm. Was redest denn da für ein Unsinn von Liebesleuten flirten? Du weißt doch, dass... Du machst mir noch sehr jung und sei mir nicht böse, sehr dumm bist, Gerda. Wieso? Ja, sag einmal, merkst nichts. Wer den Bertl angeschossen hat, das wissen nur zwei wirklich. Der Bertl selber und der Alois. Und der Bertl hat den Alois angestellt als Jagdköfer. Gerade den Schlingensteller. Und wenn wir beide beweisen wollen, dass der Michael unschuldig ist, dann darfst du nicht den Bertl immer wieder vor den Kopf stoßen. Dann musst du so tun, als ob, verstehst? Ja. Aber ich kann nicht so ein Theater spielen. Auch nicht, wenn der Dr. Michael wieder heimkommen darf. Diplomatisch muss sein, verstehst? Diplomatisch. Ja, Vinzenz, vielleicht hast du recht. Ich werde es halt versuchen.
Hoffentlich gelingt's mir. So, jetzt führ mich zu dem kleinen Reh. Aber geht, das gibt's doch gar nicht, das kleine Reh. Ja, warum hast du es dann gesagt? Weil ich diplomatisch bin. Amara. Gut hat's geschmeckt, Amara. Warst du eigentlich heute unten im Dorf? Hey, du, ich hab dich was gefragt. Entschuldige. Ich bin so oft mit meinen Gedanken zu Hause. Ich habe gerade überlegt, was sie jetzt wohl tun werden. Warum machst du dich nicht endlich frei von der Vergangenheit? Michael, ich habe dich auch nicht gefragt, warum du zu mir gekommen bist. Habe mich nur gefreut, dass wir alten Kriegskameraden wieder zusammen sind. Sag, ist es hier nicht wie im Paradies? Ja, es ist schön hier, aber die Heimat ist es nicht. Heimat? Wenn ich das schon höre. Mich hat die Heimat verraten. Menschen können dich verraten. Die Heimat nie. Vielleicht hast du recht. Aber du musst mich auch verstehen. Als ich vom Krieg zurückkam, war alles zerstört. Kein Haus mehr da. Niemand von meinen Leuten. Und da bin ich in der Welt herumgezogen. Und hier bin ich hängen geblieben. Ich war der glücklichste Mensch auf der Welt, zog fröhlich singend durch Heide und Feld. Heut bin ich einsam, kann immer nur fliehen, einmal noch die Heimat sehen, einmal noch die Heimat sehen. Flüsternde Tannen und duftendes Moos sahen mein Glück und die Liebe war groß. Nur wer sie kennt, kann mein Sehnen verstehen. Einmal noch die Heimat sehen, einmal noch die Heimat sehen. Fremd ist die Erde, auf der ich nun steh, Sommer kein Wasser und Winter kein Schnee. Nie kommt ein Sturm, um den Wunsch zu verwehen. Einmal noch die Heimat sehen, einmal noch die Heimat sehen. Ruhlose Augen im braunen Gesicht suchen den Frieden und finden ihn nicht. Erst muss mein Wunsch in Erfüllung gehen. Einmal noch die Heimat sehen, einmal noch die Heimat sehen. Einmal noch die Heimat sehen. Guten Abend. Guten Abend. Was strickst denn da, Gerda? Einen Schal, es wird bald Winter. Mhm. Der Schal ist für dich. Was sagst du? Ich hab gesagt, dass die Gerda den Schal für dich macht. Wirklich? Ja. Ich danke dir schön, Gerda. Hast du gehört, Bertl? Die Diana vom Oberlo hat 6 Junge gekriegt. Nimmst du einen zum Abrichten? Warum nicht? Na, wir haben ja einen abgerichteten. Den Tasso? Was heißt das? Der Tasso ist doch erschossen. Aber wo? Den hat doch der Ferlinger vertilgt. Aber gar keine Spur. Ich hab den Michael den Hund entführt, weil mir das Viech leid getan hat und weil ich gewusst hab, dass er wieder gesund wird. Und jetzt ist er gesund. Gesünder als mancher Mensch. Unser Asthmatischer hat er auch nicht wie viele andere. Ich hol ihn jetzt. Also ich nehme den Tasso nicht. Dann nehme ich ihn. Ich bin froh, dass er wieder da ist. Wo hat denn der Kerl das Viech versteckt gehabt?
Grüß dich, Vinzenz. Grüß dich. Da ist die Post für den Förster. Und bei uns liegt ein postlagender Brief für dich. Aus Afrika. Hast du dort wen? Ja, freilich, meine Urgroßmutter. Die hat dort einen Häuptling geheiratet. Darum bin ich manchmal so wild. Na, die Weiber. Grüß dich. Grüß dich. Und deshalb, Herr Jagdgehilfe, brauche ich dir ja auch nimmer mehr so viel zu bezahlen. Du holst ja die Ware jetzt legal aus dem Wald. Ohne Gefahr. Du möchtest einem armen Hund das Weiß aus den Augen drücken, du Geizkrank, du. Du zahlst wie bisher oder du kriegst einen Dreck. Schrei nicht so. Man wird ja noch drüber reden können. Ein Schwerverbrechen glaubt man mehr als einem Unschuldigen. Lass doch endlich die Grübelei. Was vorbei ist, ist vorbei. Schau vorwärts, Michael Ferlinger. Drüben wartet ein Mädel auf mich. Wartet. Und wartet. Wer sagt dir, dass sie wartet? Kennst du die Weiber? Sie wartet. Ich weiß es. Whisky? Ich möchte Wasser. Schwarz vor der Nacht. Alles dreht sich. Warte, ich geb dir Kinin. Sumpffieber. Ist das hier eine Sauwirtschaft? Du sollst dich wirklich schämen. Ja, schämen ist mir viel zu anstrengend. Du brauchst eben eine Frau, sonst nicht. Ich könnte ja die Wirtschaft führen, wenn du willst. Nein, nein, das schlagt dir aus dem Kopf. Aus dir würde ich noch einen Menschen machen. Du dummes Hasel, du. Nein, nein, lass mich aus. Einen Affen willst du aus mir machen. Gibst mir Kapusel? Muss das sein? Du, ich weiß was Neues. Das wird dich interessieren. Na, red schon. Bist neugierig? Der Bertel will fort. Ja? Er hat einen Krach mit dem Förster gehabt. Weil der Alte böse ist, dass er den Wilderer nicht fangt, der im Revier umgeht. Geh, schau, dass du ihn erwischst. Dann wirst du erst der Jäger. Geld alles? Warum soll ich denn nicht gleich Förster werden? Hast du was geschossen, Alois? Geh jetzt, ja. Geh, warum willst du mir denn nicht zeigen, was du da drin hast? Geh, du bist ekelhaft. Das geht nicht, nicht an! Jetzt weiß ich. Du willst? Kümmere dich lieber um deine Sachen. Ich verrate dich schon nicht. Dazu habe ich dich viel zu gern. Neugieriges Weibsbild. Oh, loco moqueo. Baba boyeya, holo como queo, baba boyeya. Ya que lo, ya que lo, hermano.
Ich kann nicht bleiben. Lass mich. Allein. Allein. Gerda. Komm. Warte auf mich. Michael, hörst du? Du musst jetzt deine Medizin nehmen. Wer singt denn da? Das ist der Marder. Sie hat Angst um dich. Aber einen Kerl wie dich wirft das Sumpffieber nicht um. Nein, nein. Mit mir steht's nicht gut, Robert. Sie geliebt habe. Und dass sie sich grüßen. Ja, mach ich. Schlaf jetzt schön. Der Himmel ist hoch und die Heimat so weit. Die Trennung von dir bringt mir so viel Leid. Die Sterne sind Zeuge, die Sonne dazu. Ich denk Tag und Nacht, ich denk immer zu. Der Himmel ist hoch. Du bist so weit, doch ein Herz voller Liebe hat Zeit, so viel Zeit. Dass man dich mal wieder sieht, was steckst du den ganzen Tag? Im Revier? Wo denn sonst? Salzlecken nachschauen, Bäume einbinden, Kontrollgänge machen. Und Schlingen legen, was? Weil du den Wilderer nicht fangen kannst, möchtest deine Wut an mir auslassen. Du Kümmerling! Wie sprichst denn du mit mir? Du wirst mich noch kennenlernen. Lass mich los. Dich schieß ich noch einmal über den Haufen. Dir werde ich das Schießen schon abgewöhnen. Was ist denn hier los? Ach, die Herren Jäger. Und sind so nett beieinander. Ist schon so weit. Ja, wer ist denn da? Ich bin's, der Vinzenz. Komm herein. Du, der Bertl und der Alois sind immer aneinander geraten. Ja, warum denn? Und die wissen halt doch zu viel voneinander. Ich glaub, der Kitt hält nicht mehr lang. Na ja. Du, Vinzenz, heute Nacht habe ich was Schreckliches geträumt. Von Michael. Dass er krank ist, sehr krank. Vor 2 Wochen war das noch nicht. Woher weißt du das? Der Michael hat geschrieben. Gib her! Von wo? Wissen. Von wo schreibt er denn? In Schwarzen, in Afrika. In Udribuganda. Oder wie das heißt. Mein Gott, in Afrika. Lieber Vinzenz, warum schreibt er nicht an mich? Weil er klug ist. Aber steht was drin für mich? Na ja, freilich. Gute Freunde bleiben Freunde alle Zeit, ein ganzes Leben lang. Gute Freunde bleiben Freunde alle Zeit, ein ganzes Leben lang.
Wo sind die Freunde nur geblieben? Wo sind die Freunde aus alter Zeit? Es haben viele ab und an geschrieben, von nah und fern, in Freud und Leid. Gute Freunde bleiben Freunde, alle Zeit, ein ganzes Leben lang. Gute Freunde bleiben Freunde, alle Zeit, ein ganzes Leben lang. Wo sind die Freunde nur geblieben? Ich möchte sie alle doch wiedersehen. Hat auch das Schicksal sie hinausgetrieben. Die echte Freundschaft, sie bleibt bestehen. Gute Freunde bleiben Freunde, alle Zeit, ein ganzes Leben lang. Oh, danke schön, Herr Mahler. Freust du dich, dass ich wieder gesund bin? Heute kann ich dir ja sagen, einen Anfall, wie du ihn hattest, vertragen nur die wenigsten. Du musst ein Herz haben wie ein Büffel. Freilich musste ich noch ein bisschen schonen, aber in ein paar Wochen können wir wieder auf Safari gehen. Nein, Robert. Mit Safari ist es für mich aus. Wenn ich wieder ganz gesund bin, fahre ich in die Heimat zurück. Was? Ja. Was sie auch mit mir tun, eines weiß ich jetzt. Lieber zu Hause die Strafe absitzen, auch unschuldig, als hier in der Fremde vor Heimweh kaputt gehen. Michael, ich komme mit. Ich begleite dich in die Heimat. Wir werden deine Unschuld beweisen. Und alles wird wieder gut. Ich danke dir, Robert. An meine Frostbeulen. Na, Winzer. Was denn, Herzl? Ja, machst du wieder Sorgen? Ja, du weißt ja, worüber. Freilich weiß ich's, aber der Michael, der... Aber er ist doch so weit fort. Der kommt bestimmt nimmer mehr zurück. Schau dich doch einmal um, Gerda. Wer einmal hier gewesen ist, in unserem Silberwald, und weiß, wie schön es ist, der kommt bestimmt wieder. Na, und wenn dann gar noch ein Mädel auf ihn wartet...
Tasso. Tasso, komm her. Na, du hast auf mich gewartet. Du bist hier angestellt und hast dich so zu verhalten, wie ich es dir befehle. Verstanden! Du verscheuchst sie mir ja sonst. Versprochen hast mir, dass ich Jäger werde, wenn du wieder heimkommst. Und jetzt willst du auf einmal nichts mehr davon wissen. Einen Wilderer zum Jäger machen? Nein. Aber dass du dem Wilderer allerhand verdankst, das hast du vergessen, gell? Er ist nicht der große Herr ohne mich, das weißt du genau. Du halt's Maul sonst. Was sonst? Erpressen lasse ich mich nicht, du Lump. Einen Schritt und ich schieß dich nieder. Na, warte nur. Gerda. Gerda, was machst du denn hier? Füttern war ich und jetzt wollte ich ein bisschen spazieren gehen. So, spazieren? Ich bin froh, dass ich dich endlich wieder mal allein treffe. Ich weich dir nicht aus. Doch, du weichst mir aus. Schaust mich nicht an und redst kaum ein Wort mit mir. Ich glaube eher, du sagst mir zu wenig. Wieso? Du weißt ganz gut, dass du in Gefahr bist. Was heißt das? Siehst du, du willst mir nichts sagen. Auch nicht das mit dem Alois. Mit dem Alois? Ich verstehe dich nicht. Der Alois, der redet. Was? Nicht zu mir. Aber man hört so Verschiedenes. Was sagt der Alois? Dass er dir was heimzuzahlen hat. Und dass er dir einen Denkzettel geben wird. Der Trottel redet viel. Irgendwas Anständiges am Weihnachtstag. Hör auf! Weihnachtstag. Gib mir lieber einen Schnaps. Nein, nein. Du bist schon zu tief in der Kreiden bei mir. Ach so. So ist das. Der Hehler borgt dem Stehler nichts mehr. Aber ich rechne mit dir ab. Mit euch allen rechne ich ab. Schnaps her. Ja, ja, du kriegst schon einen. Warum bringst du denn kein Wild mehr? Aber hättest doch dann Geld genug. Er hat mir alle Gewehre weggenommen, der Jäger. Da oben in meiner Hütte hat alles beschlagnahmt. Sogar meinen eigenen Stutzen, der Verbrecher. Und dabei habe ich ihn so in der Hand, den Schuft. Aber er kommt schon noch in meine Gasse und dann habe ich ihn. Wie meinst du denn das? Von mir erfährt niemand was. Du neugieriger Hund. Kleinere Gläser hast nicht. Jetzt schon ein Gewehr für dich. Ich brauche ein Wildbrett. Für die Feiertag. Gib's her. Mhm. Sei vorsichtig mit der Krippe, Vinzenz. Ich pass schon auf. Voriges Jahr haben wir sie leimen müssen. Wie schnell das Jahr vergangen ist, trotz allem. Du, wenn die Engel wirklich so schön sind, freue ich mich schon auf den Himmel. Aber geh, du kommst doch gar nicht in den Himmel. Nein? Du meinst wohl, weil ich ledig blind bin und schon auf Erden den Himmel gehabt habe. Schön ist die Krippe. Mhm. Bin schon neugierig, was ich zu Weihnachten bekomme. Schnee, Herr Kager, viel Schnee. Ich wüsste was Besseres. Am Weihnachtsabend, da gibt's so schöne alte Bräuche. Ja, wenn der Baum brennt, muss die Feuerwehr ausrücken. Komm, mach keine blöden Witze. Geh lieber raus. Holzhacken oder sonst was. Oder sonst was. Gerda, wär's nicht an der Zeit, dass wir unsere Hochzeit festlegen? Ich weiß, ich habe Fehler gemacht. Aber ich habe dich sehr gern. Nach Weihnachten reden wir. Über alles. Gehst du fort? Ja, was kümmert's dich? Du gehst doch nicht jagen.
Heute in der Christnacht. Gerade heute ist am günstigsten. Bitte, Alois, versündige dich nicht. Ah, Sünde. Ja, das haben die guten Menschen erfunden. Drunten im Forsthaus bei der Weihnachtsfeier warten sie auf dich. Ich will das nicht. Die sollen allein feiern. Ich hab dir auch was mitgebracht. Was Schönes. Mir? Was Schönes? Ich brauch das nicht. Schenk's einem anderen. Such dir auch einen anderen. Ich bring niemandem Glück. Auch dir nicht. Aber ich hab dich doch lieb, Alois. So lieb. Du bist ein gutes Mädel, Ricky. Und ich ein Lump. Es wird nicht gut ausgehen mit uns zwei. Glaub mir's. Bleib! Lass mich. Ich muss jetzt gehen. Alois! Was passiert? Hey, da muss einer verunglückt sein. Kommt! Da drüben liegt einer. Gottes Willen, das ist ja der Alois. Herr Kager? Was ist denn mit ihm los? Alois hat gestanden, Sie sind verhaftet. Was hat er gestanden? Dass er einen Unschuldigen ins Gefängnis gebracht hat. Er und Sie. Was? Ich? Jawohl, Sie. Auslassen! Seien Sie doch vernünftig! Auslassen! Das ist ein Auslassen! Was ist denn los, um Gottes Willen? Er und der Alois haben den Michael ins Gefängnis gebracht. Halt falsch ausgedacht, haben Sie an Meinheit geschworen. Wir waren Zeugen, wie er gestanden hat. Ja, ja. Weißt du, was du angerichtet hast? Ein Unschuldiger ist deinetwegen gejagt und gehetzt worden.
und vielleicht irgendwo verkommen. Ja, ich habe ihn gehasst. Vom ersten Augenblick an, wo ich ihn gesehen habe. Und ich habe einen Meinert geschworen, damit ich ihn loswerde. So, jetzt kannst du mich losbinden. Ich komme mit. Der Fährlinger.